Burgenland heute mit Elisabeth Power. Guten Abend. Es war ein blutiges Wochenende auf Burgenlands Straßen. Zwei Menschen sind gestorben, mindestens sechs wurden verletzt. Besonders groß ist die Trauer in Lackenbach, nachdem gestern auf der S31 ein vierjähriger Bub aus Lackenbach bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Er war gemeinsam mit seiner Mutter und Großmutter nach Hause unterwegs, als ihr Wagen auf der Schnellstraße verunglückte. Der Unfallort auf der S31 in der Nähe von Kobersdorf gleicht gestern Abend einem Schlachtfeld. Zwei Fahrzeuge sind gegeneinander gekracht, sechs Personen werden zum Teil schwer verletzt. Vier Frauen im Alter von 18 bis 84 erleiden Verletzungen. Ein zehnjähriges Mädchen wird ins Wiener AKH geflogen. Der vierjährige Bub erleidet bei dem Zusammenstoß schwere innere Verletzungen. Er wird ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen. Noch am Abend stirbt er. Der Vierjährige war mit seiner Mutter und seiner Oma auf dem Weg nach Hause nach Lackenbach. In dem kleinen Ort herrscht heute tiefe Trauer. Wieso der Pkw aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung auf die falsche Fahrbahn gekommen ist und mit dem Wagen aus dem Bezirk Oberpullendorf kollidiert ist, ist ungeklärt.